Was steht denn hier? N99 10mm Pistole. Das 10mm Seitengewehr N99 war die militärische Standardausstattung, nachdem das N80 im Jahr 2051 ausgemustert wurde. Das N99 war für seine Fähigkeit bekannt, auch unter härtesten Bedingungen Bestand zu haben. In zahlreichen Tests konnte die zuverlässige Funktion wiederhergestellt. Konnte die zuverlässige Funktion wiederhergestellt werden, nachdem das Gewehr über lange Zeit hinweg harten Umgebungsbedingungen ausgesetzt und nicht gewartet worden war. Das N99 hielt am Ende, was es versprach, und zählt somit zu den am weitesten verbreiteten Waffen, die im Ödland eingesetzt werden. Während viele zivil genutzte Waffen durch die Umgebungsbedingungen direkt nach dem Krieg irreparable Schäden erhielten, kann das N99 meist von jedem mit rudimentären Kenntnissen der Feuerwaffenmechanik leicht wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden. Ein N99 im schlechten Zustand kann jedoch geringe Ziel- und Rüstungsdurchschlagkraft sowie erheblich reduzierte Präzision aufweisen und oft klemmen. Zum Glück wurde diese Waffe in großen Mengen hergestellt und es stehen genügend Teile zur Reparatur zur Verfügung. R91 5,56mm Sturmgewehr. Die R-Serie schwerer Sturmgewehre wurde nach dem Absetzen der M-Serie Anfang des 21. Jahrhunderts durchgängig eingesetzt. Die R-Serie des Zivilherstellers Stan Security Solutions war in verschiedenen Modellen und Ausführungen erhältlich, Die im Ödland von DC am häufigsten vorkommende Variante ist das vollautomatische R91 Sturmgewehr für den städtischen Gebrauch. Ich hätte fast schulischen Gebrauch gelesen. Scheißhusten, Mann! Dieses Gewehr war die Standardausstattung der Nationalgarde, während bei städtischen Befriedungseinsätzen. Für uns ist erfreulich, dass die Nationalgarde in der Gegend um DC während des Krieges überall im Einsatz war. Daher ist das R91 Sturmgewehr leicht zu finden, wenn man nur danach sucht. Obwohl die Zahl der funktionierenden Geräte durch zwei Jahrhunderte des Suchens dezimiert wurde, bleibt das R91 eine bei Sklavenhändlern und Raiders besonders beliebte Waffe. Häufig ist diese Waffe bei legitimen Händlern und Waffenhändlern erhältlich. Wie bei jeder Feuerwaffe kann die Wirksamkeit und Präzision des R91 leiden, wenn es nicht regelmäßig gewartet wird. AEP-7 Laserpistole. Die AEP-7 Laserpistole ersetzt das Modell AEP-5, das für seine Überhitzungsprobleme berüchtigt war. Die Photonenzielkammer der AEP-7 sowie das Zielkristallmuster wurden vollständig neu gestaltet. Im Vergleich zu Vorläufermodellen wurde Umfang und Gewicht reduziert und im Verlauf weniger neuer Entwicklungszyklen sollte das Nachfolgemodell der AEP-7 das N99 10mm als Standardseitengewehr für alle Streitkräfte ersetzen. Für die AEP-7 wurde neue Herstellungsverfahren eingesetzt, die kurz vor dem Großen Krieg entwickelt worden waren. Obwohl viele dieser Pistolen hergestellt wurden, kamen sie nur selten zum Einsatz, da es logistische Probleme bei der Weitergabe zu Kriegszeiten gab. Im Ödland der Hauptstadt ist die AEP-7 nur selten zu finden und gefundene Exemplare sollten zur Reparatur und Neukalibrierung in die Zitadelle gebracht werden, bevor sie im Feld eingesetzt werden. Meine Fresse, ich trinke gerade noch mal kurz was. So, AER-9 Lasergewehr. Im Gegensatz zu vielen heute gebräuchlichen Waffen ist das AER-9 nicht das modernste Gewehr, das zum Zeitpunkt des Großen Krieges im Einsatz war.
Die Modellreihe reichte bis zum AER-12, damals auf dem neuesten Stand der Technik, das jedoch nur in wenigen Spezialeinheiten zum Einsatz kam. Das AER-9 war weitaus verbreiteter, da es erheblich stabiler und zuverlässiger als die Folgemodelle war. Das AER-9 ist mit einer Kristallmatrix in einem Titangehäuse ausgestattet, das sich im langjährigen Einsatz als robust erwies und den Kräften der Natur weitaus besser gewachsen war als das Goldlegierungsgehäuse, das in späteren Modellen verwendet wurde. Daher blieb die Zielgenauigkeit innerhalb der Vorgabeparameter bei der Kristallmatrix erhalten, während diese bei neueren Modellen völlig verloren ging. Wie bei allen Energiewaffen kann die Leistung des AER-9 bei mangelhafter Wartung signifikant beeinträchtigt werden. Die Kristallmatrix und nicht mechanischen Komponenten sind besonders empfindlich. Falls sie nicht korrekt gewartet werden, kann dies zu reduzierter Strahlintensität, Überhitzung und Energieregelungsfehlern führen. Oh, das ist zu viel Lesen. Oh nein. Gut, dann huste ich mich jetzt gerade nochmal richtig aus und dann lese ich. AVF-Problem. So. Neue Experimente mit Accelerated Vector Fusion, AVF, sind nicht nach Plan verlaufen. Alle dem Labor zugeteilten Gelehrten sollten sich täglich an Gelehrter Rothschild wenden, um gegebenenfalls modifizierte Parameter zu erhalten. Achtung, Lecken Hydraulik. Wir haben erfahren, dass mehrere Gelehrte in der Nähe der Ostseite des Roboteraufzugs auf Hydraulikflüssigkeit ausgerutscht sind. Bitte seien Sie in diesem Bereich vorsichtig, bis die fehlerhaften Rohre ausgebessert wurden. Enklave, taktische Analyse. Und jetzt kommt auch noch Gen dazu. Waffen, plasmabasiert, Möglichkeit zur molekularen Destabilisierung. Rüstung, fortgeschrittene Powerrüstung, Mark II. Transport, Vertibirds. Taktische Analyse. Die Streitkräfte der Enklave, die Project Purity besetzt haben, sind fast identisch mit denen an der Westküste im Jahr 2241. Bedrohungspotenzial hoch. GNR Kampfaktionsfolgebericht. Lions Wache ist der Meinung, dass der letzte Supermutantenangriff auf GNR kein Vorzeichen eines größeren Angriffs war, wie ursprünglich angenommen war. Stattdessen waren die Streitkräfte, die den Radiosender angegriffen haben, wahrscheinlich auf dem Weg zum Einkaufszentrum, um sich in den fortlaufenden Kampf gegen die Söldner der Terran Company zu begeben. Allgemeine Roboterdiagnose aktualisiert. Gelehrter Rothschild hat eine neue umfassende Untersuchung des Roboters abgeschlossen. Hier sind die Ergebnisse. Mobilität 0%. Navigationsumsetzung 0%. Interne Prozessoren 87%, Waffensysteme 60%, Energiemanagement 3%, Stimmenmodul 100%. Hey, wir haben was, das läuft. Der gelehrte Rothschild ist zum Schluss gekommen, dass Mobilität und Navigationsumsetzung auf mindestens 50% steigen und somit absolut im Rahmen der akzeptablen Betriebskapazität liegen werden, sobald die Energiemanagementprobleme behoben sind. Hinweis: Redins Beerdigung abgesagt. Aufgrund gewisser unerwarteter taktischer Entwicklungen wurde die Begräbnisfeier für den Neuling Redin abgesagt. Ein Gedenkgottesdienst wird für einen späteren Zeitpunkt angesetzt. Datum ausstehend. Die haben wir ja getroffen, als wir beim GNR-Gebäude waren. Zelltür, sehr schwer. Knight Captain Durger. Hier spricht Quartiermeister Durger. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Sie in meinem Waffenhaus zu suchen haben. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Solange es nicht ausdrücklich vom ältesten Lions verlangt wird, treiben wir mit Außenstehenden keinen Handel. Quartiermeister, Ende. Jetzt brauchen wir also nochmal den ältesten Lions.
Außenstehende in der Zitadelle. Was für eine angenehme Überraschung. Oh Gott, ist das jetzt alles auf Englisch? Historische Daten? Historical Records. Projektzusammenfassung. Streng vertraulich. Militärischer Vertrag. Codename Liberty Prime. Gott, das ist zu viel lesen. Projektziel. Die Konstruktion des stärksten Kampfroboters, der je auf einem Schlachtfeld zu sehen war. Mit der ausdrücklichen Vorgabe der Befreiung der vom chinesischen Aggressor besetzten Stadt Anchorage, Alaska. Zusammenfassung. Der US Army ist es gelungen, sowohl Robco als auch General Atomics International für eine erstmalige Zusammenarbeit zu gewinnen. Der im Bau befindliche Roboter Liberty Prime wird die Verkörperung der militärischen Macht Amerikas sein. Ein gehender, sprechender, atombombenwerfender Superheld, der die Welt daran erinnern wird, was es heißt, eine Supermacht zu sein. Ich bin vollster Zuversicht, dass die Präsenz von Liberty Prime an der Front von Anchorage für die Chinesen das sein wird, was für die Japaner 1945 die Bombe von Hiroshima war. General Constantine Chase. Artikel der Capital Post, 3. Juni 2072. Von Walter Streetbeat Monroe. Redakteur der Capital Post. Die US Army wich völlig überraschend von ihrem bisherigen politischen Kurs der totalen Geheimhaltung ab und bestätigte, dass sie in der Tat an einer neuen Superwaffe arbeite, mit der die rot-chinesische Invasionsmacht zerschlagen und das besetzte Anchorage in Alaska ein für alle Male befreit werden soll. In einer Ansprache auf einer Pressekonferenz der US Army im Pentagon erklärte General Constantine Chase: keine Geheimnisse mehr. Die Zeit ist gekommen, alle Karten auf den Tisch zu legen, sodass die Chinesen mit eigenen Augen sehen können, dass wir die Trümpfe in der Hand halten. Die US Army ist stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass sich General Atomics International und Robco zum ersten Mal in der Geschichte zusammengetan haben, um für dieses großartige Land eine Superwaffe zu bauen, die jedes einzelne gelbbäuchige, ich wette, das war mal gelbäugig, gelbbäuchige kommunistische Rothemd erzittern lassen wird. Bedauerlicherweise war Chase nicht gewillt, konkreteres preiszugeben. Während er und die US Army wohl willens sind, China von der Entwicklung einer neuen Waffe wissen zu lassen, geben sie noch nicht preis, um was für eine Waffe es sich handelt oder wann sie eingesetzt werden kann. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Es kann davon ausgegangen werden, dass nach Fertigstellung dieser Waffe in Anchorage die Freiheit einkehrt und das Tor zur Hölle aufgestoßen wird. Brief Dr. Blumfeld an General Chase. General Chase, es tut mir leid, aber Sie sehen das vollkommen unrealistisch. Es ist einfach nicht möglich, den Roboter in 3 Monaten kampfbereit zu haben. Das Gehäuse ist fertig, die Waffensysteme sind online und das Stellmodul wurde dem Auftrag entsprechend programmiert. Aber der Energiekonsum macht uns weiterhin zu schaffen und weder Dr. Park noch Dr. Honeywell waren bisher in der Lage, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Wir hatten gehofft, Voltec als Subunternehmen zu gewinnen und Dr. Browns Talent nutzen zu können, aber anscheinend arbeitet er zurückgezogen an einem ihrer eigenen Projekte und ist derzeit selbst für Voltec unerreichbar. Diese Möglichkeit fällt also weg. Um es klar auszudrücken, Herr General, das ist der größte Roboter, den die Welt je gesehen hat, und wir waren bisher noch nicht in der Lage, eine Energiequelle zu finden, die klein und doch stark genug ist, um das verdammte Ding bei Aktivierung aller seiner Systeme zum Laufen zu bringen. In 3 Monaten können wir wahrscheinlich garantieren, dass der Roboter ins Stadtzentrum von Anchorage einmarschieren kann, allerdings nur mit den Waffensystemen offline. Vielleicht genügt es ja, das chinesische Kommunistenpack einfach zu zertrampeln? Dr. Stanley Blumfeld, Projektleiter. Meine Fresse, ich muss gerade viel zu viel reden.
Da fällt mir aber gerade auf, loretechnisch sind die Power-Rüstungen, die ja hier ja jeder trägt, mit einer Energiezelle ausgestattet, die ein Leben lang halten soll. Das ist ja das, was in Fallout 4 auch so groß bemängelt wurde, dass die Energiezellen, die man hinten in den in die Power-Rüstung stopft, nicht so lange halten. Und dass die halt, wenn man wirklich oft damit spielt oder oft damit was macht, die andauernd wechseln muss. Wenn aber in Fallout 3 diese Energiezellen halt noch ein Leben lang halten, warum nicht mehrere davon in diesen großen Roboter stopfen? Das müsste doch dann auch klappen. Müssten dann, wie gesagt, mehrere sein und wahrscheinlich auch öfters mal gewechselt werden. Aber, ne? Müsste doch dann eigentlich klappen. Eigentlich. Vielleicht stelle ich mir das auch nur als zu einfach vor. Diagnosedaten. 8. Mai 2277. Im Folgenden die Ergebnisse der aktuellsten Roboterdiagnose. Das kennen wir schon, nur mit kleineren, mit anderen Zahlen. Der Glared Rothschild ist zuversichtlich, dass wir durch Umleitung der Energie von den Waffen- und Mobilitätssubsystemen das Energiemanagement auf mindestens 67% bringen können. Genug, um eine vollständige Aktivierungssequenz durchführen zu können. Glared Rothschild hat eine neue vollständige Roboterdiagnose durchgeführt. Dies sind die Ergebnisse. Okay, das ist jetzt noch viel niedriger. Es wurde festgestellt, dass die kürzlich aufgetretenen Rückkopplungsspitzen, die eine Beeinträchtigung des gesamten Systems hervorgerufen haben, auf den Einbau eines neuen Energiekopplers zurückzuführen war. Wie Gelehrter Rothschild bereits vermutete. Bis auf Weiteres werden die Gelehrten angehalten, alle Versuche einzustellen, bei denen Energie von den Subsystemen des Roboters umgeleitet wird. Also hat das nicht geholfen. Gelehrter Rothschild hat eine neue umfassende Untersuchung des Roboters abgeschlossen. Hier sind die Ergebnisse. Energiemanagement 3. Warte, 87, 60, 3. Ach, verdammt. Der Glared Rothschild ist zu dem Schluss gekommen, dass Mobilität und Navigationsumsetzung auf mindestens... Das hatten wir schon, ne? Halt, das war das Falsche. 64. Hier ist das Energiemanagement bei 37%. Allerdings sind die auch niedriger, ne? Okay. Lead Scribe Journal, also der führende Gelehrte, das Journal. 9. Mai 2277. Ein neuer Tag, ein neuer Rückschlag. Wir hatten natürlich mehrmals versucht, die Energie vom Waffensystem auf die anderen Subsysteme des Roboters umzuleiten, während aber aufgrund der übermäßig aggressiven Kampfunterprogramme mit jedem Versuch gescheitert. Es sieht fast so aus, als gäbe es irgendwo eine KI, die gegen uns arbeitet und jeden Versuch der Stromumleitung von den Waffen sabotiert. Das sollte mich wohl kaum überraschen angesichts des Grunds, warum der Roboter überhaupt gebaut wird. So erklärt sich auch, warum ich mit der Arbeit am Neuronaldämpfer begann. Ich war überzeugt, den Roboter austricksen zu können und ihm glauben zu lassen, ich hätte die Energie von einem anderen Subsystem abgeleitet. Leider ist das verdammte Ding klüger, als ich glaubte. Zumindest klüger als ich, so viel ist sicher. Alles, was ich schaffe, war ein paar Schaltkreise durchzubrennen, wieder einmal, und uns weitere 3 Monate zurückzuwerfen. Juli 22, 77. Ich habe es satt, dauernd zu versuchen, die Energie umzuleiten, als wäre ich ein blutiger Anfänger.
Mir ist es egal, wie negativ sich das auf die Fähigkeit der Gelehrten auswirkt, Waffen und Panzerung zu untersuchen und zu warten. Ich mache mit BVF-Experimenten weiter. Wenn es mir gelingt, ein beschleunigtes Vektorfusionsmodul ähnlich der Technologie, an der Dr. Lee vor Jahren arbeitete, zu konstruieren, dann haben wir die erste reelle Chance, den Roboter voll betriebsbereit zu machen. Vielleicht wird den Ältesten aus dem Westen dann klar, was wir wert sind. Das hatten wir schon, oder? Nee. Leider verliefen die Versuche mit der beschleunigten Vektorfusion nicht wie geplant. Bowditch erlitt Verbrennungen zweiten Grades und einmal leiteten wir versehentlich so viel Energie an den Kopflaser des Roboters, dass er abging und um ein Haar den ältesten Lions getötet hätte. Er war nicht sehr erfreut. Voice Emitter Test initialized. Ich höre nichts. Hey, aufpassen, John. Ja. Was ist denn? Naja. Halt, warte. Moment. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Okay, ein bisschen habe ich mitbekommen. Halt. Ich verstehe es, Sir, aber die Ausgestoßenen haben viele unserer nicht katalogisierten Geräte gestohlen. Mir gehen die Teile für Reparaturen aus. Ich verstehe, Peabody, aber Sie müssen Ihr Bestes tun. Wenn unsere Waffen diese Enklavenrüstung nicht durchschlagen können, haben wir keine Chance. Ja, Ältester. Ich verstehe. Verzeihen Sie, dass ich unaufgefordert gesprochen habe. Meine Frustration hat mich dazu getrieben. Oh, es ist schön, Sie wiederzusehen. Wieso ist das immer noch... Nee, ist doch alles weg. Ich hätte gerne eine Handelserlaubnis. Normalerweise geht das nicht. Mit Außenstehenden Handel zu treiben, hat sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen. Angesichts der Umstände werde ich aber eine Ausnahme machen. Ich werde Durger sagen lassen, dass sie volle Handelsbefugnis haben. Also, worum geht's bei diesem Roboter? Ach ja, alle fragen nach dem Roboter. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, das muss ich zugeben. Er heißt Liberty Prime. Sehr patriotisch. Er wurde in einer Zeit großer Verzweiflung von einer sehr stolzen Nation gebaut. Wir hatten aber genauso wenig Erfolg beim Versuch, ihn in Gang zu setzen. Sie sollten mit dem gelehrten Rothschild reden. Er weiß mehr. Okay. Der Stahl sei mit Ihnen. Seien Sie gegrüßt. Zum letzten... Seien Sie gegrüßt. Punkt gehe ich gleich bei dem Terminal. Ich habe Nachricht vom ältesten Lions erhalten. Er sagt, Sie haben die Erlaubnis, mit uns zu handeln. Gut für Sie. Können Sie meine Sachen reparieren? Wenn Sie für die Teile bezahlen, kann ich das tun. 17. Wow. Ja, das können Sie sich ansehen. Hiervon packe ich jetzt mal eins weg. Das müssen wir auch irgendwann nochmal abgeben.
das üble Nachtzeug. Sorry, dass ich gerade nicht zu viel rede. Ich versuche gerade wirklich meine Stimme etwas zu schonen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viel... Ich hatte gedacht, dass wir mehr mit Leuten reden und weniger lesen. Und jetzt haben wir 3 Terminals mit jede Menge zu lesen auf einmal. Naja. Doch, ich behalte es mal. Vielleicht brauchen wir es hier irgendwann. Den Stealth Boy. Ach scheiße, das müssen wir auch noch weggeben. Mit so jemandem macht man gerne Geschäft. Natürlich. Und zurück. Initiate Activation Sequence. Failure. Insufficient Power. Ach, Gott sei Dank. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Junge, das ist ja der Wahnsinn. Hier gibt's ja fantastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal. Oh nein, noch ein Terminal. Ich muss mich konzentrieren und darüber... Halt, das hatten wir schon, ne? Oh Gott sei Dank. Nachdenken, was wir als nächstes tun sollen. Hallo, wie läuft's denn so? I don't want to set the world on fire. I just want to start.